Hallo Peeves! Jo, und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play Hogwarts Legacy. Wie machen wir denn weiter? Sag mal. Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die Zauberei zu meistern. Tja, wundert mich, dass der eigentlich nicht einmal eingegriffen hat. So, wir sollen die Pulse auf einen levitierten Gegner einrichten. Naja, das ist eigentlich eine ganz leichte Aufgabe. Das zeige ich euch, wie es geht. Levitierter Gegner heißt... Warte mal, was war das jetzt nochmal? Levitierter Gegner. Da. Ich habe mich mal gesucht. Rosse Levioso und die Pulse aus. Ja, sucht der Gegner, wirkt Levioso auf den Gegner, um zu levitieren, wodurch er schwebt, wirkt danach die Pulse, obwohl dich ja weggeschleudert wird. Das ist die Aufgabe. Und damit hätten wir dann auch die Möglichkeit, Professor Odais Aufgabe zu machen. dazu abzuschließen. Das machen wir jetzt. Deswegen reisen wir kurz rüber nach Hogsmeade. Und gucken mal, ob wir irgendwo einen Ausgang finden. Ja, recht easy eigentlich erledigt. So, Wegpunkt braucht man nicht sitzen. Wir reisen mal nach Nordhogsmeade. Wir müssen einfach nur gucken, dass wir einen Gegner finden. Alles andere ist immer erstmal unwichtig. Hallo, wie schön Sie zu sehen. So. Moment. Das ist eine Buchseite. Levioso, was hat er gesagt? Levioso und Bus. Resto Momentum. Levioso brauchen wir, ne? Hat er gesagt. Und die Pulso. Theoretisch müssen wir den machen. Aber ich möchte noch Accio haben. Her damit! So, eine Herausforderung ist abgeschlossen. So, und jetzt muss ich mal einen Gegner finden. Ist da oben nicht schon wieder ein Gegner? Ah, der Busseite? Ne, scheinbar nicht. Doch, natürlich ist auch eine Busseite. Her damit! Frage, wie viele Bußseiten gibt es in Hogsmeade? Wie viele Bußseiten gibt es in Hogsmeade? 55. So, sollte mal gucken, warum wir einen Gegner finden. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ich glaube, der B-Burger da unten, Sackerzeugbesen dürfen wir noch nicht benutzen. Aber das gehen wir schon nicht. Ich muss noch kurz gucken, ob ich hier. Hoppala. Naja. Das ist ja nur mal schauen, dass wenn ich hier was finde, dass wir hier was finden. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Erstmal möchte ich aber, dass wir dem die Pulse machen.
Wurde gezapft. So, wenn ich mich jetzt gerade hier so ein bisschen mal umgucke, gerade bei so verdächtigen Geräuschen. Ich muss mal gerade gucken. Wo haben wir denn hier mal? So, eigentlich ist die Aufgabe recht einfach. Mindestens habe ich doch. Da vorne sind Gegner. Könnten Gegner sein. Was ist hier? Keine Ahnung, was so schlimm am Wildern sein soll. Moinsen! Ist da irgendjemand? Abgesehen von Stimmen gibt es in Erwin. Hey, stehen bleiben! Sollen wir beenden? Im Zentrum. Die Livioso. Als stündest du in Flammen. Das wird sie. So, warte mal. Jetzt muss ich gerade was. Aufgabe erledigt. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Das war mehr oder weniger der Gedanke dahinter, warum ich jetzt gerade immer auf die Gegner gegangen bin. Und ich hole mir tatsächlich noch ein paar Powertränke dazu. Ich habe noch mal 3 Powertränke dazu bekommen. Und ein bisschen Geld. Wie flachsen jetzt? Wo bist du? Ich habe gerade was gesehen. Ich bin zwar Wilderer, aber ich hasse die Wesen nicht. Die hatten früher einen Krieg. Ich war traurig, als er starb. Oh. Rebellion. Da oben. Im Zentrum. Guck mal, ich komme sogar hoch zu dir. Was war? So, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, jetzt habe ich das auch geschafft. Jetzt gehe ich mal kurz im Wahrsagenunterricht, weil wir müssen ja.
Einmal zurück nach Hogwarts. Wie gesagt, das war eigentlich nur genau der Gedanke dahinter. Gibt es sogar eine Leiter dafür. Da bist du irgendwo, warte mal. Blöde Frage, glaubt eigentlich die überhaupt wert, dass irgendwer den Unterricht ein bisschen ernst nimmt? Also ich glaube, ich würde den Unterricht nicht mal wirklich mehr nehmen. Ich wäre halt gerade so ein bisschen mit Hermine, ich glaube, ich wäre auch einfach gegangen. Na gut, okay. Ich hoffe, die Aufgaben waren fordernd für Sie. Okay, ein Brief. Ich habe alle Aufgaben erledigt, Professor Onei. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass sie es schaffen würden. Da sie zweifellos ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich, sie wissen, dass die Gegenwart und die Vergangenheit Spuren des Kommenden offenbaren können. Was sehen Sie also in Ihrer eigenen Zukunft? Triumph, Gefahr, Macht, Macht. Ich sehe gute Dinge. Immerhin liegt mir die Zukunft zu Füßen. Und ich werde sie mir zu eigen machen. Die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt. Sie kann von jenen mit einem sehr starken Willen gestaltet werden. Den scheinen Sie zu haben. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von Ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über Ihre vorbildlichen Leistungen. Und wenn diese Leistungen ein Omen für Ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von Ihnen erwarten dürfen. Gut. Lenken Sie Ihre Magie auf das Ziel. Geschafft. Und damit haben wir Descendo. Möchten Sie den neuen Zauberspruch an der Puppe üben? Klar. So, warte mal. Descendo ist welcher? Das ist Evanesco. Oh, ich bin so gespannt, wann werde ich die Todesfische. Wann wir die Todesfische. So viele sind das ja nicht mehr, ne? Wo ist die komische Puppe? Da. Fantastisch! Sie haben den Dreh raus. Ins Händchen. Leviosa! Ins Händchen. Irgendwann müssen Sie aufhören, sich vorzubereiten und Ihre neuen Fähigkeiten außerhalb des Klassenzimmers erproben. Ins Händchen. Na gut. Gut, was haben wir noch? Professor, hätten Sie einen Moment? Sicher. Wie kamen Sie mal zur Wahrsagerei? Kamen Sie eigentlich dazu, Wahrsagen zu unterrichten? Die Kunst des Wahrsagens ist ein wichtiger, aber oft missverstandener Zweig der Magie.
Nur wenige von uns besitzen das innere Auge. Und sie werden, wie es bei den Besonderen unter uns häufig der Fall ist, oft falsch verstanden oder gar gefürchtet. Als ich die Chance bekam, andere über meine Gabe und das Gute, das sie bewirken kann, zu unterrichten, war ich sehr dankbar. Verstehe. Nadja hat erzählt, dass sie beide aus Uganda hergezogen sind und sie dort Ouagadou besucht hat. Ja. Natsai und ich haben Uganda und Ouagadou geliebt. Aber das ist die Mutter, ne? Wir uns hier wohl. Ich hatte eine solche Veränderung vorausgesehen, kannte aber nicht die Details. Ich war froh über das Ergebnis. Sie sollten immer im Hinterkopf behalten, dass die Folgen unseres Handelns komplex sind. Und deshalb gehört zum Wahrsagen einiges mehr, als in eine Kristallkugel zu schauen oder den Boden einer Teetasse zu betrachten. Dazu glauben fällt mir schwer. Ich kann nicht so recht glauben, dass man wirklich in die Zukunft sehen kann. Wir glauben oft nicht an das, was wir nicht selbst gesehen haben. Ich hoffe daher, dass sie ihren Geist öffnen. Schließlich sind sie Schüler in Hogwarts. Sicher ist ihnen nicht entgangen, dass wir uns in der Welt der Zauberei immer im Bereich des scheinbar Unerklärlichen bewegen. Natürlich nicht, Professor. Ich weiß, dass wir beide viel zu tun haben. Nicht wegen des inneren Auges, sondern weil ich Professorin bin und Sie noch in der Ausbildung sind. Ich habe unser Gespräch genossen. Danke. Judy, dann haben wir das auch. Oh, wir haben als nächstes noch mehr Aufgaben, ne? Warte mal. Jetzt habe ich immer noch einen Auftrag für uns. Ich mache jetzt eh Feierabend. Boah, also Schaffensaufgabe 2. Was müssen wir da machen? Wir schaffen Tests der Unsichtbarkeit. Oh, wir schaffen Tester ein Donnergebräu gegen Gegner. Donnergebräu und den Unsichtbarkeitstrank. Gut, Unsichtbarkeitstrank, ja. Das kostet wieder richtig Geld. Das wird wieder teuer. Das wird wieder eine Weile dauern, bis wir das lernen. Venimosa Tetacula. Alraune weiß ich, glaube ich. Alraune ist ja kein Problem, wie mehrere Gegner. Jetzt müssen wir ja wieder mit den Banditen. Das können wir wieder mit den Banditen machen. Aber wir müssen eine Venimosa Tetacula. Dann kennen wir Vigadium Leviosa. Warte mal, wir müssen. Die kümmern wir so nebenbei, die Aufgabe. Liebe, wir haben sonst nichts, ne? Aber eigentlich nicht, nee. Warte, wir machen jetzt die, eigentlich den interessantesten Zauber, den wir so ein bisschen in letzter Zeit bekommen. Wir sollen mit Gelfit Moon sprechen, da lernen wir nämlich Alohomora und da können wir nämlich auch mal so ein bisschen in die Schwester gucken, in die Jiren gucken. Ich denke mal, das ist vielleicht das Interessanteste, was jetzt als nächstes anstehen wird. So. Herausforderung 10%. Wow, mein. So, hier ist irgendwas. Besiege 20 schwarze Magier. Habe ich den schwarzen Magier bestellt? Besiegt. Okay, ich sag mal, was Drachengaut. Naja. Gut, und das ist noch eine Handbuchseite. Fem Landbuchseiten Rücksmied. Ja, 8. Ja, können wir auch mal ein bisschen Handbuchseiten sammeln gehen. Ich meine, Rücksmied ist ja nicht, das ist ja nicht groß. Das ist ja eigentlich relativ gut gemacht. Die Handbuchseiten brauchen wir ja irgendwann sowieso mal. Ich weiß nicht, ob ich ein 100% Let's Play mache. Ich weiß es noch nicht. Das müssen wir so verticken. Ja, sowieso jetzt ein Zerschadungsbrille, dann ich will die Brille nämlich wieder rausnehmen. Wir können aber auch eine Maske nehmen. Guck mal, Todesmaske. Todesmaske. Machen wir aber nicht. So, ich lasse das, was mir eh nicht gefällt, nämlich hier raus. Wir nehmen nur die Werte mit. So, Erscheinungsbilder. Okay. Gut. Ich würde sagen, in der nächsten Episode quatschen wir ein bisschen mit Gladwin Moon. Und damit wir dann irgendwann Alohomora lernen. Bis dahin und tschüss.
Thank you.